Hier kurzes Update aus der Schlepperkabine. Ja, wir sind ja, oder ich bin hier gerade noch am Maisland richten. Gestern haben wir mit dem Maissäen, mit dem Maislegen beginnen können, endlich mal. War eigentlich schon ein bisschen früher geplant und da hat es die letzten Tage mehr geregnet, als gemeldet war. Worüber ich mich aber überhaupt nicht beschweren mag, weil ich bin wirklich froh über den Regen, den wir bekommen. Es ist echt schön zu sehen, wie, ja, man sieht ja, wie viel Feuchtigkeit noch im Boden ist. Man sieht ja schön, wie dunkel der Boden ist im Vergleich zu den unbearbeiteten Stellen. Obwohl ich nur sehr flach fahre hier mit der Federzahnecke, haben wir hier echt noch schön Feuchtigkeit drin. Ne? Also wie gesagt, ich bin hier mit dem Federziegentrupper unterwegs, mit der Großfederzahnecke. Und ziehe die Äcker hier nochmal flach durch. Einfach nochmal ein bisschen, um die Kruste oben drauf aufzureißen. Und eben ja, nochmal leicht zu krümeln, leicht aufzulockern obendrauf. Grundsätzlich die Äcker hier, der hier und der unten drunter, der ist schon gesät unter dem Acker hier. Die werden wahrscheinlich auch schon gegangen nach der letzten Bearbeitung. Also sprich mit dem Horschruhr, mit dem Terrano, sind wir hier nochmal tief drüber. Also es war eigentlich ganz einfach so gelaufen. Wir haben, ja, habt ihr ja gesehen im letzten Fahrvlog, haben wir ja alle Zwischenfruchtecker flach mit der Messerwalze und der Kurzscheibenecke bearbeitet. Dann kam teilweise noch Mist drauf, teilweise hier aber jetzt nicht. Dann Substrat von der Biogasanlage oder eben unsere Gülle. Und die haben wir dann etwas tiefer mit unserem Horschgrubber eingearbeitet. Und wie gesagt, hier, in dem Fall hier wäre es auch schon nach der Bearbeitungsgang im Horschgrubber einsatzbereit gewesen. Aber jetzt hat es hier nochmal seitdem, also es ist jetzt schon anderthalb, zwei Wochen her, seitdem die Tiefenbearbeitung erfolgt ist. Und seitdem hat es hier schon wieder, ja, insgesamt glaube ich 25 Liter drauf geregnet. Und deswegen ist es auf jeden Fall kein Schaden, wenn wir hier nochmal eben schnell flach durchziehen. Zumal ich ja mit der Arbeitsbreite hier mit 5 Metern und der flachen Arbeitstiefe nicht viel Sprit brauche. Also die Bearbeitung hier ist nicht teuer und wie gesagt, ein Schaden ist es definitiv nicht. Was wir auch am Überlegen sind, das müssen wir uns noch entscheiden, ob wir jetzt nach der Aussaat die Flächen eventuell nochmal mit der Campingwalze abwalzen. Wir haben uns nämlich ganz spontan auch von einem Kollegen von Lukas so eine 6 Meter Campingwalze auf Fahrwerk gekauft. Der Preis war gut und so eine Walze ist immer mal nicht verkehrt, gerade wenn man jetzt auch Ackerfutter anlegt oder was, die haben wir auch immer angewalzt. In dem Fall dann halt vorher immer mit unserer 3 Meter Walze. Jetzt, wenn wir die 6 Meter Walze haben, vielleicht auch kein Schaden, machen wir wahrscheinlich aber nicht auf jedem Acker, müssen wir mal gucken, das entscheiden wir dann noch, je nachdem wie das Wetter dann kommt und so weiter. Ne? Genau, jetzt ziehe ich hier schön meine Bahnen, ich könnte auch gleich mal mit euch absteigen, dann gucken wir uns raus, mal schnell das Arbeitsbild nochmal an, aber da ist nicht viel dazu zu sagen. Machen wir nochmal kurzer Soundcheck. Genau, so sieht das Ganze hier hinten dran jetzt aus. Wie gesagt, ich fahre sehr, sehr flach. Und obwohl ich so flach fahre, haben wir hier sehr viel feuchte Erde. Das ist wirklich sehr schön. Heute ist jetzt Samstag. Gestern haben wir keinen Regen mehr gehabt. Gestern haben wir dann auch schon, wie gesagt, die ersten paar Hektar gelegt. Und auch noch mit dem Grubber hier durchgezogen. Aber am Donnerstag hat es eben noch den ganzen Tag geregnet. Mittwoch und Donnerstag war ein leichter Regen. Mittwoch und Donnerstag dann insgesamt so 10 Liter. Und das macht sich hier auf den Maisäckern wirklich bemerkbar. Ne? Also es ist wunderbar, was hier noch Feuchtigkeit drin ist. Ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Ja, hier sehen wir immer noch leichte Zwischenfruchtreste, die stören aber ja gar nicht. Die werden jetzt übers Jahr
jetzt noch ein bisschen verrotten, da wird man die auch nicht mehr sehen. Ja, zur Arbeitstiefe habe ich im Prinzip genauso tief eingestellt. Ich könnte theoretisch noch flacher fahren, aber ich habe es genauso tief eingestellt, dass ich die Schlepperspuren mit den Federzicken auch noch mal ein bisschen aufreiße, damit die Verdichtung jetzt nicht unbedingt so gegeben ist von da, wobei das wahrscheinlich bei den Bedingungen momentan auch nicht viel machen würde. Genau, den Striegel habe ich noch mal ein bisschen tiefer gestellt, dass der hier auch noch mal ein bisschen mitläuft und auf Spannung hier durchzieht. Der krümelt eventuell ja auch noch mal ein bisschen und macht eben noch mal schöner eben hier. Zum Krümeln ist halt, gibt es halt andere Nachlaufweisen, die vielleicht ein bisschen effektiver werden mit dem Krümeleffekt, aber jo, hat alles seine Vor- und Nachteile. Die Walze, so ähnlich haben wir sie auch am Horschgrubber, die macht bei uns jetzt hier auf jeden Fall Sinn, aufgrund der unterschiedlichen Böden und so weiter. Genau. Gut, mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich denke, Lukas wird euch noch ein bisschen mitnehmen zum Maislegen. Und ja, jetzt gucke ich mal, dass ich hier noch mal ein bisschen was vorbereite. Dann können die Äcker noch mal so ein, zwei Stunden ein bisschen oben drauf abziehen. Und dann wird Lukas auch schon wieder mit dem Maisägerät kommen. Dann wollen wir mal weitermachen. So Leute, vorhin habt ihr Dominik noch gesehen beim Saatbettbereiten hier auf dem Acker. Er hat ja mit dem 5 Meter Feingrubber hier das nochmal durchgezogen. Das liegt jetzt schön und jetzt bin ich schon am Maislegen. Ich habe gestern angefangen, das hier ist auch schon das vorletzte Stück. Dann sind wir auch schon durch. Ja, läuft ganz gut. Wir hatten ja 14 Liter Regen vor 3 Tagen. Boden ist trotzdem gut abgetrocknet, unten noch schön feucht. Das heißt Maiskorn in den schönen, feuchten, warmen Boden hinein. Und wir sehen auch dieses Jahr ein bisschen flacher als letztes Jahr. Liegt so bei 3 bis 4 Zentimetern, weil ja, Trockenheit ist nicht gegeben. Und ja, Sägerät läuft, ist wieder Uwes Sägerät, was ihr schon aus den letzten Jahren kennt. 7-reihig, 62,5 Reihen Abstand. Läuft, wir sehen 9 Körner pro Quadratmeter, entsprechend 90.000 Körner pro Hektar. Und ich fahre hier mit 7 km/h, ist ja keine Feder statt Tempo, entsprechend ein klassisches Sägerät, muss man nicht viel schneller fahren, dann ist auch die Vereinzelung oder die Längsverteilung besser in der Reihe und ja, außerdem haben wir ja so viel Mais nicht, die Flächenleistung passt, sodass man hier ganz gemütlich fahren kann, muss sagen, ein Ticken schneller wird mir schon gefallen, aber wir haben ja hier das Active 8 Getriebe, das ist ja der alte Maxum quasi, in Anführungsstrichen. Und wenn ich jetzt einen Gang schneller fahre, dann bin ich irgendwo bei 9 km/h. Das ist ein Ticken zu schnell. Genau. Ja, viel mehr brauchen wir dieses Jahr, glaube ich, auch gar nicht zu sagen zum Maislegen. Ich habe hier auf dem Stück jetzt schon jede zweite Spur gedrillt, damit ich einfach in einem Zug rumfahren kann, ein bisschen Zeit sparen. Und ja, jetzt habe ich noch 0,9 Hektar, dann bin ich hier fertig. Eine Sache, was ich euch gleich noch zeigen möchte, das haben wir hier, und zwar haben wir von Mustseeds solche Bodentester bekommen, 4 in 1 für Feuchtigkeit, Temperatur, pH-Wert und Sonneneinstrahlung. Und das wollen wir uns gleich mal draußen angucken, weil Mais soll ja in den warmen Boden gelegt werden und vor allem, was mich immer interessiert, ist der pH-Wert. Wenn der unter 5 ist, das mag der Mais nicht so gerne. Und ja, Bodenproben ziehen wir regelmäßig, aber die Proben werden ins Labor geschickt. Und wenn man zu 5 Laboren eine Probe schickt, kriegt man auch 5 verschiedene Ergebnisse. Deshalb werden wir das jetzt einmal draußen aufbauen und gucken, was das Ding so anzeigt.
So, jetzt wollen wir die Dinger mal aufstellen, um uns mal anzugucken, was wir für eine Bodentemperatur haben. Mais sagt man ja so ab 8 Grad, ja, unter 8 Grad soll die Bodentemperatur nicht gehen, 10 Grad sind besser. Und wie gesagt, nochmal danke an Massid für die Teile und die probieren wir jetzt direkt mal aus. Okay, einen habe ich hier auf Grad Celsius stehen, den anderen auf pH-Wert. Ich schalte mal beide an mit der On-Taste. So, hier haben wir jetzt schon gesät und dann einmal den Stöpsel ab. So, ich stecke das jetzt mal in den Boden rein. Die Dinger sind glaube ich 30 cm. Den hier mal genau daneben. Jetzt gucken wir mal. Die Werte, die werden jetzt natürlich mit der Zeit noch runtergehen. In der Zeit, wo das kurz mal misst, gehen wir mal ans Gerät. Hier muss ich gleich mal nachfüllen. Da ist noch ein bisschen was drin. Auch. Ja, ist überall noch ein bisschen was drin. Wird aber nicht ganz reichen. Wie gesagt, der Boden hier ist nur gegrubbert und dann mit dem Federzinkengrubber nochmal durchgearbeitet. Und die Gluten hier, ja, die kriegt man höchstens mit der Kreiselecke auseinander. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wenn mal ein Regen kommt, das bremst das Wasser ein bisschen aus. Ist halt nicht ganz optimal fürs Bodenherbizid. Mal überlegen, ob wir testweise mal was abwalzen. Und ansonsten hier müssen wir mal gucken nach der Saatgutablage. Da, hier haben wir unser Saatkorn. Kann man erkennen, das sind 3-4 cm. Passt. Längsabstand. Habe ich auch geprüft. Passt auch soweit. So, dann gucken wir mal auf die Bodentester drauf, was die anzeigen. Und wir haben jetzt hier einen pH-Wert von 5,0 und 17 Grad Bodentemperatur. 17 Grad, das ist schon ziemlich gut. Der Boden wärmt sich also auf. Der pH-Wert, der gefällt mir nicht so gut. Der könnte ruhig höher sein. Das heißt, hier müssen wir wirklich wieder kalken. Ich stecke es mal hier in die Fahrspur, ob da was anderes bei rauskommt. Ja, weil natürlich hat man hier nur einen ganz kleinen Fleck vom Boden. Ja, 5,5. Kann natürlich sein, dass der jetzt nochmal runter geht auf 5. Das ist schon ein bisschen, ja, muss man auf jeden Fall gucken, dass wir hier mal kalken. Aber man müsste sich jetzt mal die Zeit nehmen und die Fläche so ein bisschen einteilen und dann mal gucken, ob die Fläche überall in diesem pH-Bereich ist und das nochmal prüfen mit den letzten Bodenproben, die wir hatten. Weil ja, das ist wirklich schon, dass man gucken muss, dass man ein bisschen aufkalkt vielleicht. Ne? Ich denke so 6,5 wären hier auf dem Boden ideal vom pH-Wert. Hier ist relativ lehmig. Ist auch ein bisschen schwer teilweise mit der Staunässe hier, aber dieses Jahr sieht es gut aus, Boden ist schön krümelig. Genau, also das ist eine coole Sache mit den Teilen, kann ich empfehlen, das auch mal zu testen und die Bedingungen zum Aussehen sind mit der Temperatur also optimal. Wir machen das fertig und dann soll es das, denke ich, zum Maislegen auch schon gewesen sein. Bis denn! Moin Leute, bei herrlichem Wetter machen wir mal eine kleine Feldrundfahrt und hier auf dem Dinkel. Vor 10 Tagen haben wir hier die zweite Gabe gemacht und jetzt geht es darum, dass ich rausfinden möchte oder ein bisschen mir den Bestand angucken möchte, ob noch eine weitere Unkrautmaßnahme notwendig ist und ob der richtige Zeitpunkt für den Wachstumsregler gekommen ist. Und ja, hier der Bestand, hatte ich ja beim Düngerstreuen glaube ich schon gesagt, er ist vereinzelt relativ lückig, aber die Bestockung ist ganz gut gewesen. Man sieht, man hat hier unten immer, sage ich mal, an einem Wurzelballen, wenn man das rauszieht, starke Haupttriebe, haben hier aber doch schon eine große Anzahl an Nebentrieben auch. Und ich habe jetzt hier schon mal einen starken Halm aufgeschnitten und da kann man erkennen, dass wir hier schon im richtigen Stadium sind, um jetzt eine wachstums- bzw. halmstabilisierende Maßnahme zu machen. Ich mache das gerade mal mit dem Messer.
Hier unten, hier war die Wurzel, das heißt, hier ist der Bestückungsknoten. So, der Bestückungsknoten hier unten. Wir sehen hier einen weiteren Knoten und hier oben noch einen Knoten. Darauf folgend hier ist die Ähre. Das kann man vielleicht erkennen, hier das Ährchen. Und wir haben hier, ein Knoten wäre 31, wenn der mehr als 1 cm vom Bestückungsknoten entfernt ist. Jetzt haben wir hier aber zwei Knoten. Und der zweite Knoten, der ist auch deutlich mehr als 2 cm vom ersten Knoten entfernt. Also haben wir hier tatsächlich das Stadium 32 schon erreicht. Und das eignet sich noch perfekt, um eine hallenstabilisierende bzw. eine Wachstumsreglermaßnahme zu fahren. Das ist, denke ich, auch die einzige Maßnahme, die ich hier machen werde. Und ja, wird jetzt die nächsten Tage also durchgeführt. Und dann ja, ist natürlich die Frage, ob der Bestand gesund bleibt. Man sieht hier an den Pflanzen schon Flecken auf den Blättern. Wobei das sind, denke ich, ja, mechanische Sachen oder jetzt keine Schäden oder Symptome, die auf eine Pilzkrankheit hindeuten. Ja? Wenn die Pflanze Stress hat, beispielsweise Wasserstress, Kältestress, man hat eine Düngerstreuermaßnahme gemacht, die Blätter werden getroffen, da kann es auch zu mechanischen Schäden kommen. Und entsprechend heißt nicht immer ein Fleck auf dem Blatt, dass man gleich mit einem Fungizid fahren muss. So. Und das werden wir hier weiter beobachten. Man findet hier am Feldrand vereinzelt so ein bisschen Unkräuter, mal hier Kamille oder so, aber ich glaube nicht, dass sich hier die Überfahrt lohnen wird. Höchstens vielleicht eine Feldrandbehandlung, aber sieht relativ sauber aus. Aber gucken wir uns mal an, wie es im Weizen ausschaut. Ja, jetzt sind wir hier im Weizen unterwegs und hier sieht man noch ganz deutlich, wo das Containerdorf von den Windrädern stand. Ne? Unfassbar, das ist wirklich noch lange sichtbar in den Feldern. Und hier sind wir schon auf einem Standort, wo ich weiß, dass ich nochmal durchfahren muss mit der Spritze. Hier in der Fahrgasse sieht man schon, da sind ein paar Disteln. Man hat hier eben Amper gesehen, hier ist Windenknöterich, was hochkommt. Hier haben wir teilweise auch, Schachtelhalm. Gucken wir mal, was das Wachstum macht hier vom Weizen. Boah, Mensch, hier ist auch ein heftiger Unkrautplatz. Gucken wir mal hier rein. Der Weizen hier ist nicht ganz so weit entwickelt. Hier hatten wir ja die Gärrechte reingefahren. Und auch hier haben wir einen starken Haupttrieb. Rein vom Fühlen her. Machen wir mal auf. Ist auch 31 oder 32. Kann es vom Fühlen nicht ganz sicher sagen. Schlitzen wir die Pflanze mal auf. Schneiden sie hier oben mal ab. Ist immer gut, wenn man da ein Messer dabei hat. So. Hier haben wir natürlich deutlich einen Knoten. Hier oben ist die Ähre. Und hier haben wir den zweiten Knoten. Also hier haben wir auch Stadium 32 erreicht. Ja. Und das heißt, auch hier steht Wachstumsregler an. Und dann werden wir das die Tage machen. Ne? Hier hat man schon schönes Ährchen. Das ist quasi das, wo nachher die Körner rauskommen. Die Ährenanlage. Okay. Ja, also auch hier können wir behandelnde Maßnahmen machen. Aber hier müssen wir auf jeden Fall, wenn wir uns das angucken, hier müssen wir auf jeden Fall mit der Pflanzenschutzspritze reinfahren und etwas unternehmen. Das hat sonst keinen Wert hier, sonst kommt das durch. Weil der Bestand, gut, muss man aufpassen, der Weizen, das sind alles relativ kurze Sorten ja mittlerweile, dass die Sorten dass die nicht überwachsen werden vom Unkraut.
Ja, Leute, heute Morgen haben wir uns das Feld noch angeschaut. Jetzt am Nachmittag bin ich hier am Wachstumsregler fahren. Die Bedingungen sind ganz gut. Es ist schlechteres Wetter gemeldet. Wind wird deutlich, deutlich weniger gerade. Und wie ihr seht, habe ich einen blauen Tank hinten dran. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Spritze irgendwann schon mal gesehen habt, aber wir können uns die Spritze gleich mal noch von draußen anschauen. Und dann zeige ich euch, was das für ein Gerät ist. Diese kleine Neumaschine. Muss ja wie immer nicht alles neu sein, sondern es gibt auch tolle Gebrauchtgeräte aktuell auf dem Markt. Und entsprechend können wir uns die Spritze gleich einfach mal von draußen anschauen, was die für Eigenschaften hat, was die für Funktionen hat. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ist eine 1600 Liter Spritze. Wir haben jetzt ein 21 Meter Gestänge, das man glücklicherweise reduzieren kann, so dass wir dieses Jahr unsere 15 Meter Fahrgassen noch schön verwenden können. Und nächstes Jahr, beziehungsweise die Sommergerste, habe ich auch schon auf 21 Meter gesät. Und ja, man merkt das Ganze schon, dass das mit 21 Metern schon schneller geht, beziehungsweise hier in die Spritze kriege ich auch mehr rein. Ich habe dadurch eine gewisse Zeitersparnis und ja, der Maxum macht sich auch ganz gut mit den schmäleren Reifen jetzt hier dran. Habe ich beim Düngerstreuen ja schon gesagt, der zieht hier schön durch. Ja, also es läuft bisher alles schön geplant. Section Control haben wir natürlich auch wieder dran. Es ist keine Isobus-Spritze, war ich jetzt auch gar nicht so scharf drauf. Weil das Section Control, was wir schon hatten von Trimble, das funktioniert sehr gut, das Field IQ, haben wir hier entsprechend auch wieder dran. Und ein Clou, da bin ich noch ein bisschen scharf drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich so umsetzen kann, wie ich mir das wünsche, aber mein Ziel ist es, und das ist mit dieser Spritze möglich, eventuell das Ganze umzubauen auf Einzeldüsenschaltung. Aber ja, dazu gleich mehr von draußen. Ich mache das Feld hier fertig und dann machen wir mal eine kleine Maschinenvorstellung zur Spritze. So, wie ich vorhin gesagt habe, wollen wir uns mal die Spritze noch ein bisschen angucken. Also das ist eine Lemken Sirius 10-1600 mit 1600 Litern Tankgröße und 21 Meter Gestänge. Und bevor wir rausgehen, schauen wir gerade mal die Bedienelemente in der Kabine. Wir haben hier einmal den Hauptkasten Eco-Spray und diese beiden hier unten, die sind Zusatzausstattung. Einmal haben wir hier für das ganze Gestänge hier die Joystick-Box. Das Ganze ist mit Ölumlauf gesteuert. Das heißt, ich betätige hier das schwarze Steuergerät auf Dauerdruck und dann muss ich zum Ausklappen nur noch eine Taste gedrückt halten, zum Einklappen eine Taste gedrückt halten, kann den Neigungsausgleich sperren. Und hier mit dem Joystick Gestänge hoch, runter, kann es neigen und so weiter. Man kann auch einseitig anwinkeln, hat eine Vorgewendeautomatik, zurück auf 0. Und hier, wenn man am Hang fährt, kann man beim Fahrtrichtungswechsel die Neigung von links nach rechts stellen. Und alle einzelnen Teilsegmente des Gestänges separat klappen. Hier unten haben wir nochmal einen Teilbreitenkasten für alle 7 Teilbreiten. 9 wären möglich und einen Hauptschalter. Diese kleine Box, die ist vom Trimble GPS, Section Control aus, ein, Sprungstart, manueller Modus. Jo. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Ich mache den Schlepper mal aus, dann steigen wir aus. Dann könnt ihr mich nämlich besser verstehen. Einmal ausgestiegen. Ach, ein tolles Licht, oder? Können wir noch einen kurzen Blick hier in den Weizenwagen. Der sieht ganz gut aus. Hier unten kommt so ein bisschen Unkraut hoch. Ich werde hier später vielleicht nochmal eine Behandlung machen. Ja, das ist das gute Teil, Sirius 10-1600. Ja, was sind die Besonderheiten von dem Gerät? Wir haben ein 21 Meter Gestänge. Warum steht das hier unten so runter? Weil das letzte Segment 3 Meter hat, bedeutet, und das ist das Schöne, man kann auf 15 Meter reduziert spritzen. Jetzt zum einen dieses Jahr die Fahrgassen oder wenn man mal bei einem anderen Landwirt vielleicht spritzt, der 15 Meter hat. Oder aus pragmatischen Gründen, wenn man mal irgendwie sagen, okay, Kritikale wollen wir komplett mit oder wollen wir Gülle düngen. Ihr wisst ja, wir haben ja den 15 Meter Schleppschlauch. Dann kann man auch hingehen und einfach mal Felder, die man will, auf 15 Meter säen. Ja, sieht ziemlich wuchtig aus, wenn es eingeklappt ist. Die Spritze ist aber so riesengroß gar nicht. Volle gespannt, denke ich, 3,2 Tonnen. Leer hat so ungefähr 1500. Und ja, das ist das schöne Teil.
Wir haben hier einen Handwaschwasserbehälter, das ist Klarwasserbehälter. Handwaschwasserbehälter haben wir drüben. Wir haben hier so ein Schnellkuppelsystem, das kann ich euch irgendwann mal zeigen. Ich habe immer mittelschwere Nervenzusammenbrüche, wenn ich hier durch muss beim Ankuppeln. Deshalb hier kann man quasi 20 cm wegparken, ankuppeln, muss dann nur noch hochheben. Was haben wir noch? Wir haben hier dreifach Düsenstock, hier ist jetzt eine 04er Düse dran. Und dann habe ich mir noch einen Satz Doppelflachstrahldüsen dran gemacht. Je nachdem, was man für eine Anwendung macht und wie die Bedingungen sind, kann ich also wechseln. An dem dritten Düsenstock habe ich aktuell noch nichts dran. Gestänge ist auch gefedert. Das ist schon mal cool. Und was ich auf jeden Fall gesucht hatte, als wir die Spritze gekauft haben oder gesucht haben, ich wollte unbedingt eine mit Druckumlaufsystem. Also das heißt hier, die Brühe im Gestänge ist permanent am Zirkulieren. Sonst ist ja so, bei einer normalen Spritze in Anführungsstrichen, wenn ich die Teilbreiten öffne, kann die Brühe aus den Leitungen durch die Düsen entweichen. Ansonsten steht sie und das heißt, wenn ich ein neues Mittel reinmache, kann das bis zu 15 Meter dauern, bis man überall die gleiche Verteilung hat. Hier ist es so, die Brühe zirkuliert permanent, also das heißt Pumpe ins Gestänge, im Gestänge läuft es rund und wenn alle Teilbreiten zu sind, geht es wieder zurück in den Tank. Das heißt, man hat immer gleichmäßige Dosierung überall. Das Besondere hier an der Spritze ist auch, die hat keine Teilbreitenarmatur, sondern jede Düse, hier sieht man das, hat so ein eigenes Ventil. Jede Düse ist ein eigenes Steuergerät sozusagen und das bedeutet, dass wir theoretisch Einzeldüsen schalten können. Was macht die Spritze? Wenn ich eine Teilbreite schalte, Teilbreiten haben hier immer 3 Meter, dann gehen einfach 6 Düsen zusammen aus und das ist zusammengefasst und der Jobrechner von der Spritze, der kann die nicht einzeln schalten. Das, was ich gesagt habe, mein Ziel ist, und ich bin da auch schon dran, es gibt von Arak Original einen Isobus Jobrechner, weiß nicht 100%, ob es klappt, aber theoretisch kann diese Spritze Einzeldüsenschaltung und da bin ich irgendwie natürlich scharf drauf, gerade bei den ganzen kleinen Flächen und den Keilen, die wir haben, wäre das natürlich eine geile Sache. Hier haben wir das Bedienungszentrum, Einspülschleuse. Hier sieht man jetzt 1560 Liter habe ich drin. Einspülschleuse, da steht jetzt noch ein bisschen Klarwasser drin. Das ist natürlich ein Fortschritt gegenüber der Holter. Kanisterspüleinrichtung, Rührdüse. Hier kann man das entsprechend alles vorwählen und sogar noch so eine Spritzpistole ist dabei. Hier kann man einen Messbecher draufstellen. Ja, also ist nicht so, dass es. Ich bin vorher mit der Holter auch klar gekommen, ist halt schon cool. Hier haben wir Handwaschwasserbehälter. Hier oben wählt man, wo die Brühe hingeht. Das heißt jetzt hier ins Gestänge oder zur Innenspüleinrichtung oder ansaugen von der Einspülschleuse. Entsprechend, wo kommt Flüssigkeit her? Aus dem Klarwassertank, aus dem Haupttank oder befüllen wir von extern. Das kann man hier einstellen. Hier ist die Intensität vom Rührwerk. Ja, viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Ansonsten hat man natürlich Druckfilter, Saugfilter und die ganzen anderen Sachen, die eine Spritze normal so hat. Und ja, es ist in meinen Augen ein ziemlich geiles Gespann und der Maxum ist zum Glück sehr schön ballastiert, sodass der Trecker hier auch ohne Frontgewicht nur mit Frontlader gefahren werden kann. Im CVX habe ich auch schon gespritzt. Man merkt schon, dass das Ding natürlich leer so schwer ist wie die andere Spritze voll. Und bisher habe ich aber mal noch nicht Probleme gehabt mit dem Gewicht. Jetzt gucken wir hier mal hin. Hier im Weizen ist auch Geres draufgekommen. Der sieht soweit ganz gut aus. Hier hat auch so ein paar Stressflecken. Aber der kriegt jetzt Wachstumsregler. Und das ist doch ein herrliches Gespann hier. Ne? Ja, ansonsten, ihr habt ja Drohnenaufnahmen schon gesehen. Das sieht sehr gut aus. Und ja, macht schon Sinn mit den 580er Reifen. Und ich denke, durch die 21 Meter Fahrgasse ist das dann auch ja, kein großes Manko, wenn die Pflegespuren ein bisschen breiter sind. Hier sieht man ja, wo das Güllefass gefahren ist vom Lohnunternehmer, sind die breite Spuren sowieso breiter. Ja, aber so viel erstmal zum Gelaber, zur Spritze, zur Vorstellung. Ich mache jetzt weiter und dann gucken wir, dass wir die Tage jetzt endlich mal den Mais noch sehen.